Oh, wirklich? Wundervoll. Ja, habe ich. Und Oh. damit ein herzliches Willkommen zu CGC mit Mai. Ich bin euer Host, Tavos, mit unserem lieben Co-Host, Demi. Horst, habe ich gerade Horst gehört? Ja, hast du Oh. richtig. Nörgel wird dich bestrafen. Nein. Nicht? Das ist ein bisschen schade. Ich hoffe nicht, sagen wir so. Egal, zum Spiel. Wir spielen Dawn of War 2 Retribution. Bei mir auf Englisch. Ich weiß nicht, worauf es Demi gestellt hat. Ich nehme an Deutsch. Wahrscheinlich, Ja. damit ich das Orks besser verstehen kann. Ja. Wir werden alle Kampagnen einmal im Koop durchspielen auf normal. Und wir hatten jetzt schon erst ein bisschen leider, ja. Fick dich, Windows. Ja, Dateien verloren gegangen. Deswegen starten wir direkt mit der zweiten Mission bei den Chaos Space Marines und arbeiten uns dann durch, wie wir Lust und Laune haben. Und let's go! It's me! Nurgle. Burger King. Ja, gut, Aber das ich bin stimmt. zumindest froh, dass wir Kane jetzt so ver dass bei Kane jetzt die Verbesserung drin ist, dass er die Dinger nicht mehr aufbauen muss. Oh, das war zum Kotzen. Ja, was hat man gesagt? Machen wir erstmal Wargear, ne? Ich habe nicht mehr aufgepasst beim gestern Abend noch, was wir ausgemacht haben. Wir hatten eigentlich Wargear ausgemacht, weil wir ja, dadurch, dass wir ja von Chaos Rising noch so sehr drauf gewohnt sind, keine Einheiten zur Unterstützung dabei zu haben. Ja, jetzt halt die Fresse, Mann! Ja, stimmt. Wir waren ja wirklich dadurch nur dieses Durchschnetzeln gewohnt. Ja, deswegen hatten wir ja gesagt, erstmal Wargear. Also, Argus Settlement wieder auf Calderis. Woohoo! Haben wir ja nicht schon viel durchgemacht, ne? Viele unserer Brüder getötet. Ja. Destroy Blood Raven Strike Teams. Destroy the Was Blood sagt Raven denn Advance HQ. Ja, warte, hat irgendwer. Ah, gut, du hast die Anti-Vehikel. Weil. Oh, du mit deiner scheiß Übertragung. Halt die Fresse! Naja, sehen wir es mal so. Ich bin der Spezialist und du bist das Frontschwein. Ja. Aber ich kann Ja, auch gut Nagel zum sei Dank. Frontschwein. Ey, ich bin zwar nicht so sehr für Nurgle, sondern mehr für Korn, aber Nurgle halt mich hier, wenigstens. Ich meine etwas. Ja. Küsschen will man ihm trotzdem nicht geben. Nein. Nope. Allein nur, wenn ich an die Pestpiraten aus den Malus Darkblade Romanen denke, zum klassischen Warhammer. Ist ja so schade, dass es hier keine Tau mehr gibt. Ja, entweder wahrscheinlich im nächsten Spiel oder kommt vielleicht noch wieder ein Add-on für Retribution raus. Würde mich nicht wundern. Die Jungs von Relic lassen sich immer was einfallen. Apropos, apropos Elon. Zu dem, AOM-Addon. Hast du da schon was mitbekommen? Nee, nicht wirklich viel mehr Neues, muss ich sagen. Weil. Wo zur Hölle sollen wir runtergehen? Oh, Kane hat Movement. Kane hat Movement. Ah. Oh, ein Blood Gehört der Dragon. zu dir? Ja. Ah. Dafür brauchen wir den. Zerschmetterer. Sergeant Lysandros, be advised. Enemy forces have been detected inside the settlement. Do not deviate from your mission. Ah, ich sehe Menschenopfer. Woohoo! All hail Korn! Bring glory to the dark meinst du Korn so wie das Getränk? Nein, Khorne. Ja, aber dem Getränk würde ich sehr gerne huldigen. Ja.
Oh ja, ich habe ja einen neuen Zauber, Ketten der Qual. Also ich glaube, viel machen musst du da gerade nicht mehr. Aber ich will mich wenigstens hoch einmischen mit Schutz. Also durch die... Aber Gott sei Dank, Kane hat jetzt Movement, jetzt kriegt er von mir Leben. So. Mach mal schon von hinten an. Komm, fies von hinten. Möchte man den neuen Spell ausprobieren? Machen, brauche ich sie alle getötet da. Ach, das Ding braucht zum Aufbauen Zeit. And it's a trap! Oder es ist nur so lange aktiv. Ja, es ist nur so lange aktiv. Okay. Alter, das war jetzt eher so unüberlegt. Und jetzt habe ich wieder einwandfrei. Fire in the hole! Das funktioniert nur mit Granaten. Naja, war trotzdem Feuer. Ja. Oh, oh, Katze. Oh. Du hast die Anti-Vehikel. Du hast die Melterbomben. Ah, Kacke. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte das. Ja, jetzt wäre ich nur um jemand Unsichtbaren. In vor. Oh! Warte mal. Glaube ich sollte. Da sollten wir mit Taktik vorgehen. Das heißt, ich charge rein und Kite und du. Du musst, müssen wir nicht. Die Havocs da haben eine größere Reichweite als Kane. Die hätten das uns auch so gemacht. Egal. Ja gut, dann mache ich die Anti-Vehikel kennen. Ich bin nicht umsonst am Frontschwein. Siehst du? So gefährlich waren die jetzt auch wieder nicht. Ja. Im Vergleich zu den Vehikeln im vorigen Teil. Ja, muss aber auch sagen, der Beyblade war ein bisschen heftig. Ja. Das Ding ist ja auch Ultima Weapon. Also, ist ja ein schwerer Panzer. Vor allen Dingen fucking Anti-Infanterie-Panzer. Das ist auch ja schwer hinzukommen. Immer diese Cutscenes. Oh! Was? Den mal ran. Was soll denn das? Ja, ich weiß es nicht. Also die Frage, warum zerstören die Blood Ravens hier alles? Nein. Ach so, Kairos Loyalist. Okay. Frage hat sich erledigt. No. Scheiße. Boah, wer hat denn noch Kane? Ja, ich geliebt mal gerade dein Mädchen wieder. Da, lauf doch nicht weg! Du sollst den Vogel. Ach, heilen. Tu, was du nicht lassen kannst. Oi! Da haben die Eiskalt das Gebäude weggesprengt. Ja. Machen wir's mal anders. Nutze die Macht. Lass ihn schon retzen, ne? Bin ich immer so, wie ich es will. Ja,
Ja, gab die. Ey, sieh's mal so. Ist gleich geretzt. Nein, nicht genug Energie. Ja, irgendwas mache ich gerade falsch. Nee. Kacke. Das hätte so schön jetzt funktioniert. Nope. Ha. Bei mir sind beide tot. Naja, warte. Das ist vielleicht eine doofe Idee. Ich meine, aus dem Turm schießen sie ganz schön. Ja. Warte. Die sind ja blöd. Die sind ja nicht blöd, ne? Ja. Ich könnte ja mal gucken. Mach mir die ganze welche mit Granaten? Nee, aber warte. Das ist eigentlich eine interessantere Möglichkeit, einfach mal alles wegbomben. Ja. Also man merkt schon deutlich, dass die deutlich squishiger sind als im Rising Chaos. Nee, das nicht mehr. Ja, stimmt. Nee, ich krieg die ganze Zeit die Mages. Mäh. A, das, B, was ich dir nicht gesagt hab. Also C, die Leute verrecken. Ah, kein jeder weg. Ah. Warum ich jetzt wieder lebe? Keine Ahnung. Weil du immer noch das Infected hast. Damit kommst du immer wieder. Ach so. Warte mal. Echt das? Ah, warte mal, machen wir's anders. Nee, was ich dir nicht gesagt habe. Kurz bevor ich's gestartet habe, habe ich's auch sehr schwer gemacht. Echt jetzt? Ja, ich jetzt. Nee, kein Scheiß. Ah, das erklärt den Lebensverlust, den wir gerade nebenher so haben. Erklärt ihn ganz dezent. Aber es ist erstaunlich human. Mit der fucking Flame War. Warte mal, jetzt sind ja alle tot. Ja, gut. Ja, das Defeat nicht der Weg des Chaos ist, ist mir auch bewusst. Hey, Level Up! Das ist halt was Positives. Ja. Oh, für den Plug, für den Plague-Lord. Also, ich weiß nicht, das ist ja ein peinliches Let's Play, was wir hier gerade machen. Ich meine, das ist ja fast so peinlich, als würde ich gleich anfangen zu singen. Ja, aber das tust du nicht. Auch wenn das Niveau jetzt relativ niedrig ist. Aber wir müssen ja auch zugeben, wir spielen ja nicht auf normal. Hammer. Ja. Können ja mal auf normal spielen, dann rushen wir mal durch. Ja, deswegen habe ich mir so gedacht, ach komm, Marcel, komm. Wir haben jetzt in Chaos Rising auf normal, haben wir jetzt so schön, so gut gemacht. Abgesehen von dem Avatar. Nee. Glücklicherweise gibt es davon keine Videoaufnahmen. Woohoo! Was aber auch sagen, das machen wir im Avatar. Schon ein bisschen überraschend, ich meine. Okay, Divo. Neben dem Avatar gespawnt sind. Okay, aber die, wo dann noch von hinten aus unserer Spawnbase kamen. Ja. Das haben wir aber beim ersten Mal halt nicht gerallt. Ja. Nee, ich hab dem jetzt noch Leech gegeben. Infected allies regain energy faster and various siphons energy from infected enemies. Das heißt, alle, die ich infiziere, kriegen schneller Live. Und er regeneriert seine Energie dabei. Schneller. Und infizierte Gegner werden Energie ausgesaugt. Er kriegt Energie dadurch. Ja. Außerdem ist es noch nicht so peinlich wie das von Sylvan und mir in Dead Space 3 Koop. Oh. Ja, vor allem ich, da ich gehostet hatte, war ich Isaac. Das war ab dem Punkt, wo es dann echt losging mit den Visionen von Schlag mich dort, wie er hieß.
We shall use it to summon the most terrible of our weapons. War echt sehr interessant. Und du musst dir vorstellen, wir gehen einen Gang lang. Ich gehe so einfach so schön gechillt, so leicht gerusht und ein bisschen weiter. Und da kommt Silvan auf einmal an. Alter, siehst du das nicht? Hä? Warte, nö, da ist nichts. Alter, da stehen 10 Soldaten und die gucken mich an. Oder, Alter, da liegen Geschenke. Nein, das sind Särge. Das sind ganz klar Särge und keine Geschenke. Ach, das können doch alles Geschenke sein. Was glaubst du? Also, am meisten macht es ja wirklich in Koop bei solchen Spielen Spaß, die ein bisschen abgefuckt werden. Ja. Können wir von mir aus fortsetzen, beziehungsweise nochmal neu machen. Von mir aus? Ich habe halt kein Dead Space. Und zur Randinfo, ich habe Dead Space nie gespielt, das dürfte lustig für mit mir werden. Ach, das macht nix. Ich weiß nicht, wie ich mittlerweile bei Dead Space bin, nachdem ich den ersten und zweiten Teil so übelst gesuchtet habe. Nur, dass du weißt. Du gibst dich auf die Abfuck-Mission schlechthin. Ah, Silvan hat mal Dead Space gespielt, von daher halt so wild. Kann das sein, dass wir hier vorhin einfacher durchgekommen sind? Nee. Mir kam es irgendwie so vor, als ob wir durch diese Stelle hier vorhin einfacher durch sind. Nee. Wir haben nur keine Granaten, du hast nur keine Granaten abbekommen. Das ist alles. Und seine Blood Pressure wird als Vehikel. Auch nicht schlecht. Naja, es ist ein mechanisches Bullengedöns. Bulle Hundmischling. Ich liebe diese Elektroschock-Therapie. Zack. Warte mal. Wo ist mein Plug-Champion? Ich hab ne Idee. Oh Gott, das kann nichts gut bedeuten. Wenn du sagst, du hast eine Idee. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir drauf gehen, 50%. 50% ja. Von wie viel Prozent? Null. Dann was Gutes passiert. Our Havocs have the means to equip las cannons in the field. Should we need to obliterate enemy arms? Ja, es reicht nicht ganz, um an den Turm ranzukommen, warte mal. Hol dir doch einen. Hol dir doch mal auf mein Havoc Squad und dann müsste das Ganze doch funktionieren. Brauchen wir Anforderungspunkte. Und sie brauchen mehr Anforderungen. Achso, wir haben. Ja, wir haben zu viele Leute auf dem Feld. Oh! Ja, genau dann, wenn gerade ich engaged werde. Das ist wundervoll. Ich liebe solche Cutscenes. Ja, ich auch. Vor allem, es scrollt ganz langsam zu dir rüber, anstatt dass es zu mir scrollt. So, jetzt kannst du dir den Havoc Squad holen. Ich guck erstmal, dass ich Kane wieder zum Leben erwecke. Wenn der da nämlich festgefroren ist, kann ich Kane wiederholen. So ein Scheiß. Nutze die Macht. Ja. Ich frag mich immer, wo die Wichser herkommen. Das gibt's doch nicht. Warte mal. Ich hab doch eine Reichweite bis nach da hinten. Nicht. Nein. Ach komm. Da komm ich mal an die Fläche.